Hey, hey, Dennis Gori hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show Nummer 80. Heute am 25. April 2017. Und auch heute, ja, habe ich ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Wir beginnen mit dem Preis. Der Preis aktuell weiterhin sehr schön hoch. Wir stehen gerade bei 1259 US-Dollar. Ja, das Low in den letzten 24 Stunden lag bei 12,38. Also ja, ein bisschen hat sich was getan. Für diejenigen, die traden, auch immer wieder ganz spannend. Aber ich habe drei Themen für euch mitgebracht heute. Zum einen wieder ein cooler Artikel von BTC Echo. Russlands Kehrtwende. Der Finanzminister bejaht Bitcoin. Ja, ist noch nicht so lange her. Da waren Kryptowährungen in Russland tabu. Ja. Und wer sich dem widersetzte und doch mit Bitcoin und Co. handelte, riskierte harte Strafen. Und seit ein paar Monaten scheint sich da eine Kehrtwende abzuzeichnen. Mehr und mehr Staatsvertreter in Russland äußern sich positiv zu Kryptowährungen, haben die ganzen Strafandrohungen zurückgezogen. Und so auch der Finanzminister Alexei Moiseev, der sich gegen ein Verbot und eine Legalisierung von Kryptowährungen ausgesprochen hat. Also für eine Legalisierung und gegen das Verbot. Ja, aber es soll natürlich rechtliche Rahmenbedingungen dort geschaffen werden, so dass das alles geregelt ist, ja. Und allerdings ist es halt hier in Russland so, dass sich das Regulierungsvorhaben nicht oder sehr von anderen Ländern unterscheidet, denn sie wollen für die Regulierungsentwürfe die Standards für Finanzinstrumente zugrunde legen. Das heißt im Klartext, ja, es ist wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Verkauf einer ähnlichen Broker-Lizenz bedarf, wie sie bei Banken üblich ist. Also ich denke, das wird dann relativ schwierig werden, das da zu machen. Aber ganz klar, auch wie zu erwarten in solchen Geschichten, ist natürlich, dann haben wir da eine staatliche Regulierung, Anti-Geldwäsche-Vorhaben, Know-Your-Customer-Prinzip. Also das heißt, man kann da nur noch kaufen und verkaufen nach einer namentlichen Registrierung. Und ob man als Verbraucher dann zu einer Bank geht oder eine effizientere Plattform nutzt, das darf dann eben selbst überlassen sein, so der russische Finanzminister. Also spannend, spannend, was da abgeht. Dann kommen wir zum Thema Local Bitcoin wächst. Ja, Local Bitcoins hat neues Rekordhöhe erstellt, was den Handel angeht. Und die zwei Länder, die da wirklich gut ablaufen, das sind zum einen die Ukraine und die Dominikanische Republik. Ja, die setzen neue Maßstäbe. Gerade in der Domrep war der Sprung, was den Handel angeht, mit Local Bitcoins sehr, sehr hoch. Ja. Letzte Woche waren es 837 Pesos, diese Woche schon 1,4 Millionen Pesos. Also da geht es ganz gut ab. Ja, und die Höchststände zeigen einfach eine Wiederauflebung des Local Bitcoin Marktes. Die letzte Mal, als Local Bitcoin da wirklich so einen Zulauf bekommen hatte, war halt, als in China diese Probleme mit den Börsen da waren, mit den Exchange-Börsen, und die Leute hatten halt damals einen alternativen Weg gesucht und bei Local Bitcoins gefunden. Und in China ist es ja immer noch so, dass die Börsen immer noch nicht richtig da alles wieder, wie funktionieren wir vorher. Es heißt zwar, die wollen das, den Handel bald wieder aufnehmen, aber bislang hat das alles nur wenige Auswirkungen für den Bitcoin-Markt oder Local Bitcoins, und die Handelsumsätze generell bei Local Bitcoins sind nur wenig zurückgegangen, aber trotzdem noch weit über den bisherigen Niveaus. Ja? Dann haben wir noch hier was aus der Ukraine. Die Nationalwährung scheint da ein bisschen geschwächt zu sein, aber auch hier scheint das Interesse für Bitcoins weiter zu steigen, wenn man Local Bitcoins sieht. Ja, und das Handelsvolumen auch dort in der Ukraine steigt weiter an. Also immer, wo es irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gibt wirtschaftlich, sehen wir, dass die Leute natürlich auf Local Bitcoins ausweichen. Sehr, sehr spannend. So, und dann kommen wir zum letzten Thema. Eine coole Geschichte heute. 9 Dinge, die man mit Bitcoins kaufen kann. Ja, man kann ja schon generell sehr viel mit Bitcoins kaufen. Das ist klar. Ja, wer geht nicht gerne einkaufen? Ja, neue coole Sachen kaufen. Aber mit Bitcoins kann man natürlich jetzt weltweit überall coole Sachen bezahlen. Und hier sind 9 coole Sachen, die man mit Bitcoins bezahlen kann. Zum ersten, Schuhe aus dem Iran. Ja, also es ist natürlich sehr schwierig, Geld in den Iran zu transferieren, aber man kann jetzt hier auf so einer Seite, den Link natürlich zu dem Artikel, den poste ich hier unterhalb von diesem Video auf meinem Blog, ja, da kannst du mal drauf gehen, da siehst du auch dann die ganzen Links, wo du das nachher holen kannst, aber du kannst natürlich Schuhe im Iran kaufen, mit Bitcoin, kein Problem, die Zahlung ist sofort da, und der Iran verschickt dann ein paar coole Schuhe an dich. Ja,
Zweite Geschichte, ein Trip nach Nordkorea würde ich vielleicht gerade nicht empfehlen, aber ja, wer mal nach Nordkorea will, ja, es gibt hier ein chinesisches Reisebüro, das ja, seit 9 Jahren Touren nach Nordkorea organisiert und das hilft dir dabei, Flüge, Hotel, Visa und einen Tourguide zu organisieren, ja, und man kann natürlich nicht so leicht, also es ist immer schwierig oder dauert lange halt Geld nach China zu überweisen, deswegen kannst du hier, wenn du nach Nordkorea willst, hier bei diesem chinesischen Anbieter ganz einfach per Bitcoins bezahlen. Für mich ist Nordkorea gerade nicht so interessant. Ist bestimmt ein interessantes Land, aber wir haben ja gerade das Säbelrasseln der USA und Nordkorea und was da nicht alles abgeht. Also ich glaube nicht, dass das eine tolle Empfehlung ist, aber es ist möglich. Ja, wunderbar. Dann Nummer 3. Hi Martin, willkommen zum Video. Was kannst du noch mit Bitcoins kaufen? Kimchi Socks, Socken, ja. Das heißt, du kannst jetzt schön nach Nordkorea, du hast Schuhe aus dem Iran, was brauchst du? Du brauchst noch Socken und die Socken kaufst du dir hier in der südkoreanischen Stadt. Wo ist es? Ich weiß nicht genau, Südkorea auf jeden Fall. Bitcoin-Socken kannst du kaufen, auch hier wieder schön mit Bitcoins bezahlen. Ganz easy. Dann haben wir eine coole Seite, Uncommon Goods. Uncommon Goods, da kannst du Gadget und Toys bestellen mit Bitcoin. Ja, alles möglich. Also es ist ziemlich cool, wie einfach das ist jetzt online zu shoppen durch den Bitcoin, weil man einfach diese Hürde der internationalen Überweisung nicht mehr hat. Ja? Dann, wenn du einen neuen Monitor brauchst, einen Monitor online kaufen mit Bitcoin, gar kein Problem. Rakuten, Overstock, Dell, Tiger Direct und viele andere bieten das mittlerweile an. Dann haben wir hier eine Seite T aus Taiwan, auch über überhaupt kein Problem mehr mit Bitcoins zu bezahlen. Du kannst sogar hier eine VPN-Subscription kaufen, also ein Virtual Private Network, wenn du halt zum Beispiel in bestimmten Regionen surfen willst, ja, wo man zum Beispiel keinen Zugang zum Netz hat, kann man so ein VPN kaufen und anstatt mit der Kreditkarte zu zahlen, einfach hier schön ganz elegant mit Bitcoins, ja. Die Seite heißt Express VPN. Die muss ich mir nochmal angucken. Sehr, sehr spannend. Natürlich, Punkt 8, was man kaufen kann mit Bitcoins, sind auch Schmuck. Sehr spannend. Reeds heißt die Seite. Reeds.com, muss ich auch mal drauf gehen. Ja, da kann man Bitcoins, sogar Uhren kaufen, Pandora-Schmuck, Tag-Heuer-Uhren, alles mit Bitcoin. Und natürlich zuletzt kommen wir zum Thema Karma. Ja, Karma kannst du nicht kaufen. Aber warum nicht einfach mal ein bisschen Geld spenden? Und was wäre einfacher, als mit Bitcoin zu spenden? In den United Kingdom gibt es eine Seite, da kannst du ja schön spenden. Über 10.000 Charities sind da angeschlossen. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache. Thema Spenden ist auch sehr interessant, wer das in den letzten Jahren mitverfolgt hat, bezüglich WikiLeaks. WikiLeaks hat ja ziemlich viele Geheimdokumente aus den USA veröffentlicht und so weiter und so fort. Und die Konten von denen wurden alle eingefroren, gesperrt. Und Bitcoin war im Endeffekt die Rettung für WikiLeaks, weil sie dort die Zahlungen dann wieder annehmen konnten und ja, ihren Job der Veröffentlichen von Geheimdokumenten weiter nachgehen können. Also sehr, sehr spannend, was man schon alles mit Bitcoins kaufen kann. Ich würde sagen, wir sind raus für die heutige Show. Ja, das war's von mir. Wenn das Video gefallen hat, hey, bedanke ich mich bei dir für ein Like und ganz wichtig, wenn du Leute kennst, die sich auch für das Thema Bitcoin interessieren, dann markiere deine Freunde hier auf Facebook, teile das Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Sag wie immer, machet gut, schwenkt den Hut. Ich bin raus und du weißt Bescheid, ne? In Bitcoin we trust. Bam!